Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin und zwar, viele fragen mich, deine Meinung zu Youssoupha Moukoko. Ne? Der hat ja Freitag jetzt gestern seinen 16. Geburtstag gefeiert. Bundesliga erlaubt jetzt 16-Jährigen in der Bundesliga zu spielen. Ne? Dass man zum Einsatz mit 16 Jahren jetzt kommen kann, finde ich sowieso irgendwie voll die wacke Regel. Ne? Eigentlich, wenn jemand mit 11 gut ist, also ich weiß ganz genau, mein Sohn wird auf jeden Fall mit 10 debütieren. Deswegen suchen wir uns da eine andere Liga aus. Ne? Irgendwelche bis 16, ab 17, ab 18, was soll das alles? Ja? Wenn jemand mit 9 Jahren schon das Talent besitzt, Tore im Erwachsenen-, Senioren-, Profibereich zu schießen, sollte er auch einsatzbereit sein. Das ist irgendein richtiger Witz, das ist auch wieder Deutschland. Ne? Aber sei mal dahingestellt, was die Almans machen, ich sage jetzt Folgendes. Meine persönliche Meinung, was ich drüber denke, und ich bin kein Hater, ich bin ein, vom Herzen wünsche ich jedem Menschen nur das Beste. Deswegen, Youssoupha, ich wünsche dir auf jeden Fall eine krasse Karriere. Hat jetzt nichts mit dem zu tun, was ich hier als Experte sagen werde, weil das ist meine objektive Meinung, was aus deiner Karriere passieren wird. Aber ich wünsche dir, dass es natürlich entgegengesetzt kommt und dass du auf jeden Fall alle Rekorde knackst und eine Weltkarriere machst. Bloß, Freunde, das ist so wie der erste Versuch mit Tieren, ne? Wenn man in der Medizin nachforscht. Denn es hat in Deutschland noch keiner mit 16 Bundesliga gespielt. Deswegen, man weiß es nicht. Wie wird der Druck sein? Vor allem noch bei Borussia Dortmund. Da sind so viele Talente. Viele, die mit 17, 18, 19 schon gezeigt haben, was sie drauf haben, dass sie schon Tore in der Champions League und Bundesliga erzielen können. Da gab es ja genug Beispiele. Selbst ein Haaland ist jetzt 20 und der hat jetzt alles zerlegt. Das ist der beste U21-Spieler der Welt. Du hast da natürlich Leute vor dir, ne, die nicht gerade auch eine lange Anlaufzeit gebraucht haben, um richtig zu explodieren. Und meiner Meinung nach hat man vor allem solche Experimente mit Jugendspielern gesehen, wie schief es gegangen ist mit Adu, ne? Der, glaube ich, mit 14, 15 Jahren schon in der US Major Soccer, ja, der hatte Nike-Werbeverträge, war schon ja, als Weltstar, ne? Angeordnet, ne? Und alle haben gesagt, der wird richtig richtige Weltkarriere, richtige Werbe-Promo-Marketing-Maschine sein. Am Ende hat er in der zweiten finnischen Liga oder in der dritten bulgarischen Liga gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er irgendwo jetzt in der fünften amerikanischen Liga nur noch Just for Fun zockt, um eine Kiste Krombacher. Das ist also, da sieht man auch, wie es auf jeden Fall richtig mit dem Druck, wie sich manche nicht helfen und einen falschen Rücken haben, was dann passieren kann. Der Einzige, der mir jetzt in mein Gehirn reinkommt, in meiner Gehirndatenbank, der eine Weltkarriere gemacht hat und sehr früh in einer der Top-Ligen gestartet ist, war eigentlich nur Wayne Rooney. Wayne Rooney hat mit 15, glaube ich, debütiert, hat mit 16 schon, oder sogar mit 15, mit 16, hat er schon das erste Premier League-Tor geschossen und der hat eine Weltkarriere gemacht. 120 Länderspiele für England und bei Manchester United einfach Champions League gewonnen, Rekordtorschütze, also Tore on must geschossen, spielt jetzt bei Derby County in der zweiten englischen Liga, nur um seine Karriere ausklingen zu lassen, aber ansonsten sehr, sehr schwer, dass jemand, der in so jungen Jahren vor allem so medial gehypt wird, dass er da auch wirklich am Ende des Tages eine Weltkarriere hinlegt. Und das sehe ich deswegen nicht so, vor allem wenn die jetzt ihn schon mitnehmen. Ich finde auch sehr lustig, wie die Buchmacher da ticken. Ne? Tipico hat eine Quote von, glaube ich, 2,80 oder 2,85, dass Moukoko heute ein Tor schießt gegen Hertha. Das ist ein Witz. Und eine 1,35er, dass er nicht trifft. Der wird heute nicht treffen. Der wird auch nicht eingesetzt. Wenn der eingesetzt wird, vielleicht für 10 Minuten, nur damit man wieder diesen medialen Hype erzeugt. Aber ansonsten wird da nichts passieren. Der wird da noch keine Tore schießen können. Und vor allem ja, mit einer 1,35er. Ne? Wenn der heute anfangen würde und man würde mir eine 1,35er geben, dass er heute nicht trifft, ne? Einfach gleich 100.000 drauf, denn da sind safe 35.000 reingewinnen. Ne? Das ist also eine Witzquote, da wird noch nichts passieren. Und ich glaube einfach, nicht, dass es zu früh kommt, man muss es versuchen. Ja? Und vielleicht geht es wie bei Wayne Rooney gut. Ne? Aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich sage, das wird ein sehr, sehr schwieriges Jahr mit ein paar Kurzeinsätzen. Und ja, der muss da A-Jugend und vor allem dieses U19, ne? U19, U20-Ding in die Junioren-Bundesliga. Da kannst du 150 Tore in einem Jahr oder in zwei Jahren erzielen. Ne? Das hat aber mit dem Senioren-Profifußball, vor allem der Bundesliga, nicht viel am Hut.
Ne? Da gab es schon Spieler, die haben auch sehr, sehr viele Tore in den Jugendmannschaften erzielt, waren gehypt und am Ende spielen die jetzt in der Regionalliga oder Oberliga. Das ist also, das hat mit das eine mit dem anderen, mit dem Profigeschäft, mit dem Senioren-Profigeschäft hat nichts zu tun. Und das muss man jetzt erstmal, die Prozedur muss man jetzt gucken, wie wird er an die Sache herangehen, wie wird er sich mit dem medialen Druck, ja, wie wird er damit klarkommen. Das ist ein Junge, der ist 16, der weiß nicht mal, wie ein Joint schmeckt oder ja, Joint sowieso, wack, ne? Alle niemals rauchen, das ist auf jeden Fall richtig schwer, aber ich glaube auch nicht, dass er den Geruch von Bier kennt. Das ist, ja, das ist noch ein kleiner Junge, ne? Vor allem diese Hater, die da immer sein Alter in Frage stellen, das sind auch Lauchs, ne? Wenn er jetzt offiziell 16 ist und Deutschland sagt, der ist 16, dann ist er 16. Ja, ich meine, wenn der jetzt 26 wäre, das wird dann spätestens mit 30 rauskommen. Ne? Wenn er dann angeblich 30 ist und dann irgendwie 42, dann, ja, dann wird man schon merken, dass der da irgendwie nicht mithalten kann. Aber ich finde das alles so eine Diskussion. Also, um nicht falsch zu verstehen, ich wünsche Mukaku alles Gute. Ne? Hoffe natürlich auf ein Debüt, dass er heute ein paar Minuten Schnupperkurs hier in meiner Stadt Berlin bekommt, ne? Gegen die Hertha. Aber jetzt schon zu bewerten, dass das jetzt eine mega Weltkarriere wird, ne? Oder dass er jetzt alles zerlegen wird. Butter bei die Fische, Freunde, wie die Hamburger sagen, ganz, ganz langsam an die Sache rangehen und erstmal gucken, wie wird er erstmal seine ersten kleinen Schritte, seine Schnupperkurse, wie wird er die erstmal verkraften, wie wird er damit umgehen, ne? Es gab's natürlich Leute, die sind reingegangen in so einem Alter und die haben gleich wie Männer Tore erzielt und waren gleich richtig stabil, aber das muss man erstmal gucken, wie sich der Junge damit macht. Deswegen meiner Meinung nach am Ende des Tages, um ein Resümee zu ziehen, mit 18, 19, 20 wird das dann verfallen, wo andere, die dann erst mit 17, mit 18 einsteigen, viel stärker debütieren und viel stärker in die Bundesliga reinkommen als er, und der Name wird dann langsam den Bach runtergehen. Ist einfach meine Meinung, dass am Ende des Tages dieses mediale Überhype-Ding nicht gehalten werden kann und das am Ende mit Mukaku ein Flop wird. Aber ich hoffe nicht und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir heute sogar einen Hattrick. In diesem Sinne, meine lieben Sportsfreunde, ne, hatet den Jungen nicht. Der ist 16, der hat jetzt schon mehr erreicht als da irgendwelche Volljährigen, die da irgendwie vor allem rassistisch gegen das Alter und gegen die Familie haten. Das ist auf jeden Fall richtig wack. Solche Leute, die werden nie was erreichen. Ne? Der macht wenigstens was aus seinem Leben. Ne? Und Freunde, ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Mal gucken, wie jetzt die nächsten Wochen, Monate, ob er auch in der Champions League mal ein paar Minuten bekommt, ob er heute ein paar Minuten bekommt. Aber ich glaube einfach, heute objektiv gesehen, dass er nicht mal eingesetzt wird. Ne? Ich glaube, der mediale Druck ist jetzt warten sowieso alle. Der war auch auf dem Titelblatt des Kickers. Ne? Ein Augenblick, Freunde. Ein Augenblick, meine lieben Sportsfreunde. Ein Augenblick. Wie ich das hasse, ne? wenn meine Zeitungen hier irgendwo... Ja, Freunde, also hier nochmal, um kurz zu zeigen, ne? Der war hier auf der Kicker-Titelseite, ne? Deswegen, ne? Da wartet natürlich ganz Deutschland und halb Europa und vielleicht sogar drei Viertel der Welt jetzt drauf. Alle gucken, ne? Wird er jetzt eingewechselt, was wird er liefern, was wird er da zeigen, ne? Da merkt man, der braucht auf jeden Fall jetzt schon Psychologen und gute Leute, die sich da um ihn kümmern. Denn das ist natürlich ein unfassbar großer medialer Druck. Und da hilft es auch nicht, wenn du auf Instagram ein paar Follower hast und denkst, dass du da irgendwie einen Hype hast. Wenn das natürlich jetzt in die falsche Richtung läuft und er jetzt Einsätze bekommt, er nicht treffen sollte, da wird dann natürlich das Theater groß sein und dann kommt ja auch eine Lawine von Druck auf so einen jungen Mann. Deswegen ist das auf jeden Fall erstmal eine heikle Sache. Aber wie gesagt, erstmal gucken, dann bewerten. Es ist nur meine objektive Prognose vor dem Beginn seiner Profikarriere, Freunde. Und was daraus wird, das zeigen sowieso erstmal die Jahre. Selbst wenn er in diesem Jahr von 16 bis 17 nichts reißen sollte, ist er ja immer noch jung und talentiert und da kann er immer noch alles reißen. Deswegen, Freunde, das war meine Prognose über Youssoufa Moukoko und das
hervorstehende Debüt im Profibereich für den jungen Mann. Und wem das Video gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten, Hater, Daumen runter. Ne? Zeigt mir mal, dass wir ihr wieder mal 70, 80 Daumen runter bekommt. Das ist ja eine richtige schlechte Leistung von euch in letzter Zeit. Und wir warten auf das Spiel im Olympiastadion heute. Peace out da und ratatatata, macht die Geldzielmaschine. Yeah!